Wie viel muss ich wissen, um wirklich professionell oder nachhaltig an der Börse Geld anlegen zu können? Oder warum sollte ich nicht einfach ETFs kaufen, keine Ahnung, die den DAX abbilden, die den Dow Jones abgeben, die irgendwo die Weltwirtschaft abbilden, um sozusagen das Risiko zu streuen und nicht selbst die Entscheidung treffen zu müssen? Herzlich willkommen bei Greater. Heute zu einem ganz speziellen Thema. Ein Thema, mit dem sich jeder in seinem Leben schon ganz, ganz intensiv auseinandergesetzt hat, behaupte ich. Aber wir reden ganz, ganz selten drüber. Wir haben sehr viele Glaubenssätze darüber. Wir hatten wahrscheinlich in der Vergangenheit schon häufig Herausforderungen damit. Fast jeder möchte gerne mehr davon haben. Nein, ich rede nicht von Sex, sondern ich rede von dem anderen, zweiten, großen Tabuthema bei uns in der Gesellschaft, vom lieben Geld. Und zu diesem Thema habe ich mir nicht irgendjemand eingeladen, sondern einen wahren Geldexperten. Schön, dass er heute da ist. Schön, dass du da bist. Philipp J. Müller. Danke, lieber Alex, für die einleitenden Worte. Ich freue mich, bei dir und deinem Team heute hier in Köln zu sein. Philipp, wir wollen über das liebe Thema Geld sprechen. Und ich habe dich schon angekündigt als Experten. Wie wird man Geldexperte? Ja, also rückblickend ist es eigentlich eine glückliche Geschichte gewesen. Ich bin zum Gartenzaun gegangen und mein Nachbar holte seine Post aus dem Briefkasten und ich habe ein Börsenmagazin gesehen und ich hatte zu der Zeit Mathe-Leistungskurs. Ich will vorsichtshalber sagen, ich war normal, ich hatte auch noch Musik. Also ich war jetzt nicht so der ganz klassische 01 Naturwissenschaftler-Typ. Und ich habe dieses Magazin gesehen und habe meinem Nachbarn Rolf rübergerufen. Ich sage, Rolf, was ist das? Und er sagt, das ist ein Börsenmagazin. Und dann hat er gesagt, wenn ich das ausgelesen habe, kannst du es rüberkriegen. Und ich kann heute rückblickend wirklich sagen, ich habe in meinem Jugendzimmer mit 16 Jahren gesessen, habe dieses Magazin gelesen und habe gedacht, wow, du kannst dich an den größten Unternehmen der Welt beteiligen, aus deinem Jugendzimmer raus. Das war in den 90er Jahren, da ging es gerade los mit den PCs. Und ich hatte das Gefühl, ich kann Teil der Welt sein. Das war ja rückblickend so ein Aha-Erlebnis. Also heute dreht sich sehr, sehr viel in deinem Leben um Geld. Du hast die P&M Investment Akademie gegründet, ein Bildungsinstitut, ein offiziell anerkanntes, was heute sozusagen auch viele Menschen ausbildet. Dein Wissen sozusagen gibst du in dieser Akademie weiter. Ich habe tatsächlich auch selbst dort eine Ausbildung gerade begonnen. Dazu vielleicht nachher noch ein bisschen mehr, was auch mein Beweggrund dazu war. Was mich interessieren würde, du hast dich mit 16 Jahren schon mit dem Thema auseinandergesetzt bis heute. Wie kann es sein, dass das Thema Geld in deinem Leben so eine große Rolle gespielt hat? Warum beschäftigt sich ein 16-jähriger Junge plötzlich mit Aktienmärkten und möchte sich von seinem Kinderzimmer, wie du sagst, an anderen Unternehmen beteiligen? Das ist eigentlich eine perfekte Frage, weil ich mir irgendwann diese Frage auch mal gestellt habe. Warum ist Geld in meinem Leben so ein prägendes Thema geworden? Und ich glaube heute, dass es aus dem Schmerz gekommen ist. Ich habe es miterlebt mit so 14, 15, 16. Mein Vater war Unternehmer. Und ein Unternehmen ging in die Insolvenz. Und meine Mutter, und das ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint, aber meine Mutter hat mich eigentlich als ihren besten Freund auserkoren. Ich war, wie gesagt, so 14, 15, 16 Jahre alt. Und mein Vater, der war rund um die Uhr unterwegs, hat versucht, irgendwie die Löcher zu stopfen. Wir hatten ein Bauunternehmen, so 15, 20 Mitarbeiter. Und der hat geackert rund um die Uhr. Und meine Mutter hat in der Zeit im Büro gesessen. Und ich habe sie unterstützt, so ein bisschen meine Rechnung schreiben, Angebot. Und ich habe dann irgendwann mitbekommen, als ich einen Dispo-Kredit sah, habe ich meine Mutter gefragt, Mama, warum sind hier mehrere hunderttausend Minus auf dem Konto? Und anstatt dass meine Mutter mich angelogen hat, was in unserer Familie sehr selten vorgekommen ist, hat sie mir gesagt, dass wir in ganz großen finanziellen Nöten sind. Und ich glaube, aus diesem Schmerz raus, man kann ja eigentlich Motivation erleben, häufig aus Freude oder aus Schmerz. Ich muss bei mir leider sagen, weil es auch viel kostet, Körner, ich bin aus dem Schmerz raus motiviert gewesen, dieses Thema sozusagen zu bewältigen. Ganz egoistisch für mein Leben, meinen Kindern und meiner Frau irgendwann nicht diese Ängste zuzumuten, die wir als Kinder und Jugendliche durchleben mussten. Ja, ist ganz spannend. Wir reden über Geld und schon sozusagen sind wir bei dir in der Kindheit gelandet, in der Jugend gelandet, was sich das sozusagen geprägt hat. Ich finde das ganz spannend, weil ich meine, wir setzen uns bei Greater sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinander. Magst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen beschreiben, was war das damals für eine Situation für die Familie? Was hatte das für Auswirkungen, sage ich mal, als Familie in so einer Situation zu sein? Also man muss am Anfang gleich mal sagen, es ist nicht so gewesen, dass wir so richtige Not erlebt haben. Also das, man kann es ja fast so sagen in Deutschland, es würde dich immer jemand auffangen. Es ist nicht so gewesen, dass wir unser Haus verkauft haben oder kein Essen oder Trinken mehr hatten oder auch nicht mal in Urlaub konnten. Aber es war so ein Damoklesschwert da. Weil es, emotionaler es ging, Stress. Es war hoch emotionaler Stress.
weil es im Endeffekt über viele Jahre, das hat sich über mehrere Jahre hingezogen, ging es um die Frage, verlieren meine Eltern alles oder kommen wir sozusagen über den Berg? Also es war schon ein gewisses Vermögen da. Ich bin jetzt nicht wohlhabend oder reich aufgewachsen, aber meine Eltern waren versorgt. Und dann gab es aber eben diese zwei, drei Auftraggeber, wo es um sehr, sehr viel Geld ging, was die nicht bezahlt haben. Und ich bin sozusagen wie an so einer Klippe abgestürzt und habe auch einmal das Gefühl gehabt, oh, was ist das denn? Weil du ja als Kind, solange der Kühlschrank voll ist, dir erstmal gar keine Sorgen machst. Aber ich habe wahrgenommen, dass meine Eltern sich verändert haben. Also mein Vater ist dann sogar sehr, sehr schwer krank geworden. Und dieser psychische Druck, der da entstanden ist, der hat mich halt wirklich begleitet. Und, auch das ist wieder persönlich hochinteressant, hat mich sogar weitergebracht finanziell, als ich es je gedacht hätte und auch gebraucht hätte. Also ich hätte irgendwann sagen können, nach der so und so vielen Millionen, jetzt ist Schluss, jetzt hast du genug, du bist versorgt, auch deine Kinder sind versorgt. Aber ich bin weitergelaufen. Ich bin echt weitergelaufen. Bis ich irgendwann, das war 33, war ich Jahre alt, habe ich mein letztes Unternehmen verkauft und bin sozusagen mal zur Ruhe gekommen und habe gedacht, was ist das gewesen, was von 16 bis 33 passiert ist, dass du, und das ist wirklich negativ, wenn ich so auch formuliere ich bewusst, dass du fast wie ein Besessener Vermögen und Firmen aufgebaut hast. Also du hast es dann geschafft, wirklich ein Multimillionenvermögen mit dem Alter von 33 aufzubauen, indem du deine Firmen verkauft hast. Seitdem konntest du das in den letzten Jahren auch noch erfolgreich anlegen. Das heißt, es ist dann eher mehr als weniger geworden. Aber wenn wir noch mal kurz in die, bevor wir da sprechen, wie gehst du heute mit Geld um und wie hast du es geschafft, sozusagen dein Vermögen aufzubauen und zu vermehren? Wenn wir noch mal in den Schmerz kurz zurückgehen oder in die prägende Zeit, weil das habe ich so verstanden, dass diese Zeit dich extrem geprägt hat, wahrscheinlich generell als Mensch, aber auch in Bezug auf Geld. Was hast du damals für Glaubenssätze über Geld aufgebaut und gehabt? Es gibt eigentlich nur einen einzigen Glaubenssatz, der mich aus der Zeit begleitet. Und das war der Glaubenssatz, dass ich die Menschen, die mir wichtig sind, ich wollte immer gerne Familie haben, wollte irgendwann heiraten. Und das ist im Leben ja dann auch irgendwann passiert. Und in diesem Moment habe ich den Entschluss gefasst. Nicht bewusst, wie gesagt, ich habe das erst Jahre später verstanden, was mich getrieben hat. Aber ich habe in dem Moment den Entschluss gefasst, meine Frau und meine Kinder, egal wie viele es werden, sollen diese Situation nicht erleben. Das war also dieses Beschützen. Die positive Seite ist Freiheit, was ich heute auch glaube, was auch eine ganz große Komponente ist, weil wenn man sich vielleicht in den Spiegel mal anguckt und sagt, was begrenzt mich in meinem Leben, dann ist es in der westlichen Welt, wo eben Geld über viele Dinge entscheidet, ist man häufig durch Geld begrenzt. Und jetzt rede ich nicht von diesen Autos, Uhren und so weiter, sondern Wohnung, Zeit mit den Kindern, wie viel muss ich arbeiten, kann ich reisen, was ist mir wichtig. Aber dieser ganz große Schmerz, der damals entstanden ist, der hat mich wirklich, man kann fast sagen, wie eine Rakete, die hinter dir herfliegt und du rennst. Ja. Ich weiß, wenn du heute Menschen ausbildest sozusagen, wie man Vermögen aufbaut, wie man für die Zukunft vorsorgt, wie man mit Geld umgeht, geht es bei dir viel um das Thema Mindset, Glaubenssätze, erst einmal auch Persönlichkeitsentwicklung. Es geht auch um Anlagestrategien und Börse und Aktien und Chartanalysen sozusagen, aber auch viel um das Thema Mindset. Kannst du uns einmal in die Welt entführen oder uns ein besseres Verständnis geben? Weil du hast jetzt sozusagen deine persönliche Geschichte, jeder hat seine eigene Geschichte, viele Geschichten sind ganz anders als deine. Aber warum ist es so, dass uns unsere Vergangenheit, unsere Kindheit so stark sozusagen geprägt hat, dass sie heute noch Auswirkungen auf unseren heutigen Kontostand hat? Naja, wir bauen uns ein Modell, wie wir die Welt verstehen. Und bleiben wir jetzt mal bei der Geldbildung, aber das kann man tatsächlich auch transportieren in andere Lebensbereiche. Beziehung ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo wir häufig die Beziehung nach unten oder nach oben, je nachdem wie man es sieht, zu Eltern nicht sauber aufgearbeitet haben, gewisse Bänder da sind und dann leben wir das in unseren aktuellen Beziehungen wieder oder manchmal sogar in mehreren Beziehungen. Und beim Geld ist das relativ ähnlich. Wir sehen im Bildungssystem, mit dem wir uns ja sehr intensiv beschäftigt haben als Bildungsinstitut, dass ein durchschnittliches Kind in Mitteleuropa, egal welcher Schulbildung und welchen Geschlechts, du lernst im Prinzip nahezu nichts über Geld. Die Konsequenz daraus ist, die wichtigsten Personen, die dich umgeben, sorgen eigentlich für dein Know-how und deine Persönlichkeit zum Thema Finanzen. Ich sage heute, wir besitzen auch eine finanzielle Persönlichkeit. Also ein Teil unserer Persönlichkeit ist dieser finanzielle Rahmen. Und der ist halt bei fast allen Menschen davon geprägt, was unsere Eltern, Großeltern und vielleicht noch der beste Freund oder die Freundin uns mitgegeben haben. Und jetzt kann man natürlich rein statistisch mal betrachten, in wie vielen Haushalten Geld jetzt, sagen wir mal, nicht gerade so eine richtig unterstützende Kraft ist, sondern sind nicht alle arm, aber
wie viele Menschen, bei denen ist Geld schon ein prägendes Thema? Ich weiß nicht, du zu Hause kannst dich das jetzt vielleicht mal fragen, was bedeutet Geld für dich? Würdest du Geld in deinem Leben als, oder würdest du sagen, dass du immer Fülle hast in Bezug auf Geld und auch die letzten Jahre, Jahrzehnte gehabt hast? Und ich glaube, wenn sich das jeder für sich beantwortet, ich nehme mich damit rein, ich habe mich nicht immer in Fülle gefühlt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Mehrheit der Menschen, ob das jetzt rational richtig ist, weil, wie du sagst, in der westlichen Welt haben wir in der Regel genug Geld, um unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Aber die gefühlte Fülle, die sich dann auch vielleicht auf dem Konto widerspiegelt oder im gezogenen Dispo, die ist wahrscheinlich bei vielen nicht da, würde ich behaupten. Sehe ich absolut genauso. Also das ist ein Thema, was gerade in unserem deutschsprachigen Raum auch sehr, ich sag mal vorsichtig, sensibel behandelt wird. Also ich sage immer so im Scherz, stell dir vor, du stehst an der Bar, lernst einen Typen kennen und sagst, hallo, ich bin Philipp, ich verdiene 5 Millionen im Jahr. Also das ist, oder ich verdiene 1000 im Monat. Es ist völlig egal, welche Summe man sagt. Es geht darum, dass dieses Thema völlig unterm Teppich gehalten wird. Also persönlich in den Gesprächen, im Freundeskreis, mit wie vielen Freunden spricht man über Vermögen, Einkommen, Schulden. Dann kommt diese Bildungssituation dazu. Und dann kommt häufig, dass unsere Eltern uns, und das war bei meinen Eltern ähnlich, uns Dinge über Geld beibringen, die leider, wenn wir nicht gerade zufällig aus einem vermögenden Haushalt kommen, gar nicht produktiv für dich sind. Und was man da ganz klar betonen muss, ist, es gibt Regeln und Strategien, wie man Vermögen produziert. Also so, wie ich einen schlanken Körper zum Beispiel produzieren kann oder wie ich eine gute Beziehung produzieren kann, zum Beispiel zu den Kindern, kann ich eben auch Geld produzieren. Und allein diese Erkenntnis zu haben und zu sagen, das nehme ich jetzt für mich mal als wahr. Ich will das mal verstehen, ich will das mal lernen. Es könnte sein, dass das stimmt. Das wird, glaube ich, schon bei vielen Zuhörern und Zuhörerinnen massiv was verändern, weil sie bereit sind und offen sind zu sagen, ich probiere das mal aus. Ja. Bevor wir gleich in die Strategien, ich bin schon gespannt, sozusagen reingehen, wie baue ich denn das sozusagen auf, dieses Vermögen? Was sind diese Strategien? Vielleicht noch mal kurz, was sind denn die großen Irrtümer, die Menschen da draußen haben, die Menschen, die in deine Akademie kommen, die du erst einmal sozusagen ausräumen musst. Was wird uns denn sozusagen, was sind so die größten Irrtümer, die uns wahrscheinlich meist in der Kindheit, in der Jugend, von den Medien, in der Schule beigebracht werden über Geld? Ich glaube, es sind verschiedene Felder, die man da beleuchten darf. Das eine sind mal so die klassischen Sprichworte, die wir in Deutschland kennen. Ich glaube, da brauche ich, fällt jedem sofort eins ein, die Taube und der Spatz. Oder da gibt es Menschen, die ein großes Vermögen haben, die haben Menschen betrogen, beschissen, je nachdem. Also es gibt ja unzählige Sprichworte in der deutschen Sprache über das Thema Geld, die negativ sind. So, das heißt, grundsätzlich in der Gesellschaft sind wir erstmal in dieser negativen Prägung. Aber dann, jeder hätte gerne mehr davon. Und genau, und jetzt kommt was ganz, ganz Interessantes, wenn wir jetzt medial mal gucken, und die Medieneinflüsse sind ja mittlerweile auf einem Level, wo ich sage, die sind so dramatisch hoch, dass das für viele Menschen psychische Schäden bedeutet, weil wir nicht mehr in der Lage sind, das zu verkraften. Und Achtung, wir sind auch häufig nicht mehr in der Lage, das sauber zu filtern. Also wir werden immer stärker von außen beeinflusst. Das heißt, wo wir uns mal zurücknehmen müssten und mal reflektieren müssten, bin ich das eigentlich, will ich das wirklich oder sind das Dinge, die mir von außen suggeriert werden? Und jetzt gehen wir mal ins Suggerieren oder in die Medien rein. Was wird dort verknüpft mit Geld? Ich fange mal bei den Frauen an. Perfekte Körper, Kleidung, Handtaschen, Schuhe. Dann gehen wir zu den Männern. Die Uhren, die Autos, die Villen, die Luxusreisen, was Lifestyle, auch immer. Genau. Lifestyle, so dieses ganze große Thema. Und das ist, Steaks in Dubai. Ja, das ist etwas, wo ich sage, und das ist für mich eben gar nicht Geld. Das bedeutet nicht, dass ich das ein oder andere davon mir nicht irgendwann angeschafft habe. Aber ich glaube, diese Oberflächlichkeit sorgt schon dafür, dass wenn jemand anfängt und die Entscheidung trifft, und das machen zu wenige, ich will mich mal um meine Finanzen kümmern. Dann kommt als nächstes die zweite Kelle und dann heißt es ja, und jetzt willst du auch so ein Ferrari fahren oder willst du auch Porsche fahren oder jetzt bist du was Besseres oder nein. Also ich würde jedem empfehlen, Geld wieder mal als das zu sehen, was es wirklich ist. Jetzt mal Energie weg, unsere Gedanken, unsere Prägungen weg, sondern zu sagen, okay, es ist ein Tauschmittel. Ich habe früher mein Brot gegen die Eier getauscht und heute habe ich ein Zahlungsmittel, was es mir ermöglicht, Dinge zu kaufen. Und wenn ich jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehe, und das ist ja das, was auch unsere Akademie sicherlich ziemlich abhebt vom Markt, diese Verknüpfung von persönlicher Entwicklung mit Themen wie Ethik, Moral, sozialem Engagement und so weiter, dann bekommt Geld einen ganz anderen Geschmack. Und das sieht man eben auch sehr, sehr gut an den Teilnehmerzahlen, dass ganz, ganz viele Frauen bei uns sind. Wir haben circa 40% Frauen, während wenn man sonst Geldseminare sieht, sitzen da wahrscheinlich 98 oder 95% Männer.
Was lerne ich bei dir in der Akademie? Das eine ist das Thema Mindset, das habe ich gerade schon angesprochen, aber letztendlich geht es ja auch viel darum, sozusagen, wie kann ich jetzt ganz konkret neben dem Thema Mindset wirklich ein Vermögen aufbauen? Mhm. Was sind, sag ich mal, kannst du es reduzieren auf Sinn, was sind die drei großen Strategien, die fünf einzigartigen Tipps, die Philipp Müller seinen Schülern lernt, wie man reich wird? Also ich würde erstmal sagen, es gibt drei Themenfelder, an denen wir arbeiten. Das eine ist eben dieses Feld der Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage immer, Persönlichkeit führt, Geld folgt. Und auch das zu akzeptieren, tut im Zweifel erstmal weh, weil ich genauso wie ich der Schöpfer meiner Gedanken bin, wie ich der Schöpfer meiner Gesundheit, meiner Fitness, meines Körpers bin, bin ich auch der Schöpfer meines Vermögens oder eben auch negativen Vermögens. Also der erste große Baustein ist Persönlichkeit. Und da geht es damit los, einen Status quo festzustellen, die Entscheidung zu treffen, ich möchte etwas verändern. Und dann beginnst du mit dem regelmäßigen Rendezvous. Das heißt, du machst Termine mit deinem Geld. Und ich habe bewusst den Begriff Rendezvous gewählt, weil ich die Menschen animieren möchte, das mit diesem Schmetterlingsgefühl zu tun, wie wir das vielleicht tun, wenn wir eine Frau oder einen Mann treffen. Und damit geht die Reise los, dass du wirklich in deinem Kalender sagst, ich reserviere jetzt einen Platz für mein finanzielles Leben. So, das ist dieser Persönlichkeitsbaustein. Jetzt möchte ich direkt mal wissen, wie häufig hast du ein Rendezvous mit deinem Geld? Jeden Tag. Jeden Tag. Was machst du dann? Badest du dann in einer Badewanne? Nein, ich sage dir, was genau mein, das ist wie Duschen und Sport. Jeden Morgen, wenn ich in meine Akademie komme, es sind 5 Tage die Woche, ich bin nur so 20 Stunden im Schnitt in der Akademie, dann weiß mein ganzes Team, inklusive meinem Geschäftsführer, die ersten 15 Minuten bin ich nicht da. Dann setze ich mich an meinen iMac und locke mich einmal in alle meine Vermögenswerte ein, was ich online sehen kann. Und ich trage den Tagesstand in eine Excel-Tabelle. Das ist für mich wie Zähneputzen morgens oder abends oder vielleicht auch mal mittags, wenn man etwas Besonderes gegessen hat. Oder für viele Sport. Bei mir ist leider der Sport nicht ganz so rhythmisch wie das Geld überprüfen. Das ist für mich wie Pflege. Es ist wie Schlafen, wie Essen, wie Duschen, wie Zähneputzen. Warum ist das so wichtig? Warum machst du das? Das ist für mich wie so ein Ankerpunkt, dass ich einmal am Tag diesen Fokus darauf habe. Denn das ist etwas, was wir häufig ja vergessen. Ne? Wenn wir jetzt mal wir als beide zwei Männer uns unterhalten, das trifft aber auch wie Frauen genauso zu. Du bist Ehemann oder Freund, du bist Vater, du bist Angestellter oder Unternehmer, du bist Beamter. Also wir haben so viele Jobs oder Rollen, die wir im Leben haben. Und die finanzielle Rolle fällt halt bei vielen hinten runter. Und ich habe deswegen beschlossen, einmal am Tag kümmere ich mich um meine Finanzen. Es gibt eine Ausnahme, das sind meine Ferienzeiten. Immer wenn ich im Urlaub und in Ferien bin, dann mache ich das nicht. Aber ansonsten ist das so ein wichtiger Baustein. Persönlichkeitsentwicklung, Punkt 1. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Systematisierung, Automation deiner Finanzen. Der Durchschnittsbürger beschäftigt sich entweder gar nicht mit Geld oder zu viel. Und es ist wichtig aus meiner Sicht, dass wir Systeme schaffen, vergleichen wir mit Online-Marketing, wir schaffen Systeme, dass ich mich nicht täglich drum kümmern muss. Ich kann optimieren, ich kann weiterentwickeln, ich kann zusätzlichen Input geben, aber ich kann nicht jedes Mal wieder, nehmen wir mal ein E-Mail-Marketing, ich kann nicht jedes Mal wieder den Rahmen dieser E-Mail bauen. Das macht keinen Sinn. Also ich sollte dafür sorgen, dass meine Zahlungsströme, die kommen, Einnahmen, Verpflichtungen, die ich habe, Kosten, die ich habe, Vermögen, was ich habe, und ich sage übrigens bewusst Vermögen, das können auch 1.000, 2.000, 3.000 Euro sein, das ist das Vermögen, was du jetzt besitzt, dass du da ein System schaffst, das auf ein Stück weit automatisiert läuft. Also Stichworte sind, wie viel Geld geht in deine eigene Persönlichkeit? Das ist zum Beispiel ein Baustein, den wir auch in der Akademie sehr gewichtig haben, dass wir sagen, Einkommen hat sehr häufig auch damit etwas zu tun, was du leisten und was für Nutzen du geben kannst. Und das ist egal, ob du Angestellter bist. Ich sage zu meinem Team immer, ihr kriegt pro Jahr 2, 3 Fortbildungen. Was wollt ihr lernen? Ich sage jetzt mal Rhetorik, Kommunikation, Verkaufen, Online-Marketing, Kommunikation auch zwischenmenschlich, Menschen führen. Ist völlig egal. Ich sage immer, du musst dich weiterentwickeln, wenn du auch mehr verdienen willst. Also der Angestellte, der sich wirklich in seiner Firma unersetzbar macht, weil er einfach Dinge kann und so. Vielleicht zu dir sagt, Alex, guck mal, das können wir so machen. Und du denkst, boah, das ist ja der Hammer. Woher kann er das jetzt? Also das kannst du natürlich auch als Unternehmer machen. Als Unternehmer muss ich den Nutzen, den ich meinen Kunden gebe, entsprechend erhöhen. Und das ist etwas, was du als Persönlichkeit, das ist wieder der erste Baustein, integrieren kannst, weil du das System schaffst und du dir zum Beispiel ein Bildungskonto anlegst.
oder eben dein Sparkonto regelmäßig bedienst oder eben einen Plan machst, wie du vielleicht die Immobilie oder die Schulden abbezahlst. Das ist der zweite große Part, Systematisierung, Automation. Und der dritte große Part, das ist tatsächlich die Börse. Und da werden jetzt erstmal viele erschrecken und werden sagen, um Gottes Willen, Börse, da habe ich immer schon Angst vor gehabt oder ich habe mich noch nie mit beschäftigt. Und da möchte ich einfach die Leute animieren zu sagen, hey, du bist nicht zu doof, zu klein, zu groß, zu dick. Dir hat das nie jemand gezeigt. Und Börse ist vor allem in unserem Leben vorhanden. Ich bin heute ja aus Hamburg nach Köln gefahren, habe irgendwann zwischendurch angehalten, habe mir an der Tankstelle ein Wasser geholt. Und jeder kann von uns seinen Tagesablauf sich angucken. Wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen frisches Wasser, wir brauchen Energie, wir brauchen einen Laptop, wir brauchen ganz viele Dinge. Und all diese Dinge sind Aktienunternehmen. Und die meisten Menschen sind Börsianer auf der falschen Seite. Das heißt, sie verbrauchen diese Produkte als Konsument, aber auf der anderen Seite partizipieren sie nicht. Also wirklich, ich möchte die Menschen animieren zu sagen, hey, wenn ich schon bei Starbucks einen Kaffee trinke, der viel zu teuer ist, aber angeblich gut schmeckt, jetzt trinke ich keinen Kaffee, deswegen habe ich das Beispiel genommen, dann sollte ich doch wenigstens von den Erträgen dieses Unternehmens partizipieren. Oder Apple oder Microsoft oder keine Empfehlung, sondern einfach jetzt nur Beispiele, weil sie jeder kennt. Das heißt, du bist im kapitalistischen System, bist du drinne, du bist Teil davon. Die Frage ist nur, bist du nur als Konsument drinne oder bist du auch drinne, indem du selber davon partizipierst? Und das ist das, was wir der dritte große Baustein, dass die Menschen wirklich lernen, wie kann ich Börse in mein Leben integrieren, um ein zusätzliches Einkommen neben der Arbeitskraft zu generieren. Das war tatsächlich von mir immer ein Problem in den letzten Jahren, dass ich, also Persönlichkeitsentwicklung, da habe ich viel gemacht. Ich habe mich tatsächlich auch sehr viel mit dem Thema Mindset und Geld auseinandergesetzt im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Auf der einen Seite bin ich jetzt, glaube ich, als Unternehmer habe ich immer gesagt, ich investiere in mich, investiere in mein Unternehmen oder meine Zeit, meine Energie in den Aufbau von Unternehmen sozusagen. Und das ist sozusagen ein Wert, den ich schaffe. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt zu sagen, wenn ich sozusagen nicht in mich investiere und nicht in die Unternehmen investiere, für die ich sozusagen tätig bin, was mache ich sozusagen mit Geld, was mal über ist? Und das war als Unternehmer, waren das noch keine Riesensummen, weil ich immer sehr viel in meine Unternehmen wieder reinvestiert habe sozusagen, um die Sachen noch besser zu machen, um zu wachsen. Aber tatsächlich habe ich immer Schwierigkeiten gehabt. Oder wenn Freunde mich fragen, Mensch, wo legst du denn dein Geld an, was soll ich machen? Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, zu Banken zu gehen und zu sagen, ich habe keinen Riester-Vertrag, ich habe keinen Rürup, ich habe keinen Rentensparen, ich habe da nie was gemacht, weil ich das Gefühl hatte, da werden mir irgendwelche Produkte verkauft, die ich nicht verstehe, wo am Ende des Tages mehr über Gebühren der Banker verdient, als sozusagen wirklich das bei Microsoft in den Aktien ankommt etc. Und deswegen habe ich immer gesagt, und Aktien, bin ich ehrlich, habe ich keine Ahnung von. Und ich habe auch mal gelernt, wovon du keine Ahnung hast, da sollst du auch die Finger von lassen. Also jetzt einfach wild in Aktien investieren oder in Bitcoin oder in sonst was, habe ich auch nicht gemacht. Deswegen war ich immer so ein bisschen lost. Immobilien, da bin ich zu ungeduldig für, die richtige Immobilie zu suchen. Und bin auch kein Handwerker, der das Ding renoviert und habe auch keinen Bock mich mit Mietern. Deswegen, ich war tatsächlich immer so ein bisschen lost. Ich konnte nur in mich investieren oder in die Unternehmen. Und das war tatsächlich meine Hauptmotivation, dass ich gesagt habe, ich möchte die Ausbildung bei dir starten, weil du genau da ansetzt. Vielleicht magst du uns einmal so ein bisschen in deine Philosophie hineinführen, weil wenn es um Aktienhandel geht, da geht es aus meiner Sicht, gibt es da unglaublich viele erstmal Vorurteile, aber auch unterschiedliche Richtungen, auch an, sage ich mal, Investmentphilosophien da draußen, die man auch bei Facebook, Instagram in Werbeanzeigen ständig um die Ohren gehauen bekommt. Optionshandel, Bitcoin, ich weiß nicht, ob das jetzt auch als Börsenwert sozusagen bei dir zählt, sozusagen von der Definition, aber was ist sozusagen deine Grundinvestmentphilosophie, die man lernt, wenn man sozusagen ja, deine Aktienstrategien lernt? Eine Sache möchte ich vorschieben, Alex, weil du hast etwas gesagt, was da draußen wahrscheinlich in Deutschland von 82 Millionen Menschen mindestens 75 Millionen, ich glaube sogar mehr, beschäftigt. Das ist die Frage, was mache ich mit meinem Geld? Und da spielt es gar keine Rolle, ob ich heute mit einem 70-Jährigen spreche oder 60-Jährigen, der irgendwie Rente kassieren möchte, oder ob ich mich mit 20-Jährigen unterhalte. Weil als ich groß geworden bin, das kennst du, wir sind ja ähnlich alt, du bist ein paar Jahre jünger, aber so weit sind wir nicht auseinander. Du kennst das von zu Hause, da kommt dann irgendwann der Versicherungsagent und dann gibt es eine Rentenversicherung oder eine Riester-Rente. Oder, nee, Riester gab es noch nicht damals, aber Rentenversicherung. Ich konnte mich immer erfolgreich wehren bisher. Ja, also unser Vater hat uns tatsächlich genötigt. Wir waren 15, da hat er eine Lebensversicherung abgeschlossen und hat ein Kindergeld, ich habe einen Zwillingsbruder, hat er geteilt.
und hat gesagt, ein Kindergeld zahle ich in diese Lebensversicherung ein. Die habe ich dann tatsächlich ein paar Jahre später platt gemacht, weil ich halt an der Börse war. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist gar nicht außergewöhnlich. Der Verbraucherschutz hat damals uns erklärt, mach eine Lebensversicherung, mach eine Rentenversicherung, mach einen Bausparvertrag. Heute, und ich erwähne diese Organisation, weil es einen Wandel gegeben hat, den ich persönlich nie für möglich gehalten hätte, heute sagt der Verbraucherschutz, du musst ETFs, Fonds und Aktien machen, damit du am Ende deines Lebens einigermaßen deine Altersvorsorge aufgestellt hast. Also darüber muss man sich wirklich bewusst sein, dass es selbst von Verbraucherschützern, auch Wissenschaftler heute, die großen Universitäten, Harvard, Yale und so weiter, die haben alle Milliardenfonds im Aktienmarkt. Und auch norwegischer Staatsfonds für die Renten hat 80% ungefähr des Vermögens im Aktienmarkt. Also erstmal muss man sagen, du bist mit diesem Gefühl nicht allein. Ganz, ganz viele haben dieses Gefühl, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Das Zweite ist, die Profis sagen mittlerweile, du kommst gar nicht mehr drum rum. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was bedeutet das, beziehungsweise wie investieren wir eigentlich? Im Moment muss man im Markt sehr, sehr aufpassen, weil es sehr viele Hypes gibt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kommen immer mehr Geldanlageformen in den Markt. Was früher so die klassische Rente war oder das Festgeld, das ist im Prinzip tot. Immobilien sind für die meisten Privatanleger zu teuer. Wenn man so einen Durchschnittsverdiener nimmt und man sich hier in Köln eine schöne Wohnung kauft, du weißt es besser als ich kenne es jetzt aus Hamburg, aber da sind die Preise noch krasser. Also man hat kaum noch die Chance als Normalverdiener, und das ist ein Drama in unserem Land, sich Eigentum anzuschaffen. Und dann gibt es natürlich diesen ganzen Aktien- und Investmentmarkt. Du hast gerade die Kryptos angesprochen. Das ist übrigens für mich kein Investment, weil es in keiner Weise staatlich kontrolliert oder reguliert ist. Und man sieht ja jetzt gerade auch im Markt, was da passiert. 50% rauf, 50% runter. Ich persönlich glaube, und das möchte ich sogar sehr deutlich erklären, weil das im Moment sehr häufig in Interviews kommt. Was denkst du über Kryptos, Philipp? Das Thema Kryptos, weil es nicht reguliert ist, beinhaltet aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Gefahr. Ich persönlich glaube nicht, dass sich die große Staatengemeinschaft, die über das Geld die Hoheit hat, die Zentralbanken und so weiter, dass die sich die Hoheit über das Geld wegnehmen lassen. Ich persönlich glaube, es wird irgendwann Kryptos geben von staatlicher Seite. Und jetzt China macht da gerade richtig Druck. Und das wird weltweit kommen. Und dann wird irgendwann das Thema vermutlich verboten werden, weil es eben kein legaler, kontrollierter, regulierter Markt ist. Und dann bleiben wir im Aktienmarkt. Und da möchte ich eine kleine Idee dir an die Hand geben, für alle, die auch zuhören heute. Man wird es irgendwann ein wenig lernen müssen. Das kann man im Zweifel natürlich über die Akademie tun, man kann aber auch Bücher lesen, YouTube. Es ist ja ein Wahnsinns-Know-how da draußen, steht zur Verfügung. Und ich würde jemandem erstmal empfehlen, orientiere dich an diesem täglichen Bedarf. Nimm dir die Weltmarktführer. Nimm dir den täglichen Bedarf, also wieder dieser Tagesablauf. Morgens im Badezimmer, was benutzt du so an Kosmetika? Procter & Gamble, Johnson & Johnson, braucht man nur mal umdrehen. Das sind so diese Multis, diese Riesenunternehmen. Die McDonalds, die Coca-Colas, die Apples, die Microsoft. Bitte nicht falsch verstehen, das sind jetzt keine Empfehlungen. Es ist auch ethisch-moralisch nicht alles in Ordnung. Ich nenne diese Unternehmen nur, weil sie jeder kennt. Du kannst dir heute, nimm Beyond Meat, also du kannst dir auch vegan oder ökologisch wertvolle Energieunternehmen aussuchen. Also nimm dir Unternehmen, die aus dem täglichen Bedarf kommen. Denn das ist etwas, auf das können wir nicht verzichten. Was ist unter Corona passiert? Die Menschen haben angefangen, Lebensmittel zu horten, Toilettpapier zu horten, weil wir in einer Krise nicht aufhören zu essen. Wir hören nicht auf zu duschen, wir hören nicht auf zu heizen. Das heißt, das Grundverständnis, das ist eine der besten Investmentstrategien, die es gibt, ist, dass du dir die Blue Chips, die großen Global Player suchst, die in deinen täglichen Bedarf, die den versorgen. Also Energie, Chemie, Bio, Transport und Logistik, Lebensmittel, frisches Wasser. Das sind so Dinge, da werden wir nicht drauf verzichten. Und jetzt muss man noch eine Sache berücksichtigen, die das aus meiner Sicht auch als Investor richtig interessant macht. Unsere Weltbevölkerung wächst und das ist keine Überraschung. Also man kann das ja heute, die Schätzung aktuell laufen auf 12 Milliarden 2100. Das heißt, wir kriegen noch 50% mehr dazu. Wie das klappen soll, weiß ich noch nicht, aber das ist im Moment der Plan oder die Hochrechnung. Und diese Menschen wollen auch essen. Diese Menschen wollen auch trinken. Diese Menschen wollen auch versorgt sein. Und damit werden diese Unternehmen sich entsprechend entwickeln dürfen. Wie kann ich jetzt als Laie sozusagen, wenn ich es mich nehme, ich habe mal Wirtschaft studiert etc., das heißt natürlich die Grundprinzipien, sage ich mal, der Weltwirtschaft, die sollte ich verstanden haben nach einem BWL-Studium, aber ich bin aber weit davon weg sozusagen wirklich
wirklich Fachknow-how zum Thema Aktien, zum Thema Handel zu haben etc. Ich weiß, dass es jetzt wahrscheinlich in wenigen Minuten natürlich nicht in der Tiefe sozusagen erklärt werden kann, aber wie, sag mal, was für ein Wissen brauche ich oder was ist so deine Philosophie da? Wie viel muss ich wissen, um wirklich professionell oder nachhaltig an der Börse Geld anlegen zu können? Oder warum sollte ich nicht einfach ETFs kaufen, keine Ahnung, die den DAX abbilden, die den Dow Jones abgeben, die irgendwo die Weltwirtschaft abbilden, um sozusagen das Risiko zu streuen und nicht selbst die Entscheidung treffen zu müssen? Also mit dem ETF-Thema bin ich heute in fast jedem Interview konfrontiert, weil es halt in den Medien gerade super Hype ist. Man muss verstehen, woher das kommt. Das kommt daher, das ist aus meiner Finanzzeit noch, ich hatte ja mehrere Finanzunternehmen. Und in der Zeit ging irgendwann das Thema Kosten in das Bewusstsein der Menschen. Dann hat man irgendwann gesagt, oh, also eigentlich will ich ja an die Börse, aber Fonds mit 5% Ausgabeaufschlag, Depotgebühr, Verwaltung ist viel zu teuer. Also machen wir ETFs. Der Gedanke ist richtig. Allerdings möchte ich auf eine Sache hinweisen, was im Moment nahezu niemand tut. Und das ist der Faktor Persönlichkeit. Und das ist keine Sache, das ist nicht eine Meinung, die ich mir gebildet habe wissenschaftlich, sondern das ist aus der Beratung raus fundiert. Das heißt, ich habe viele tausend Beratungsgespräche in meinen Investmentfirmen selber geführt oder durch mein Team begleitet und so weiter. Und was man feststellen darf, ist, wenn ich jetzt klassisch in einen ETF investiere, der Grundgedanke ist super, ich partizipiere an den Märkten, ich habe niedrige Kosten, dann spielt uns leider meistens die Persönlichkeit schlägt uns ein Schnippchen. Wie meine ich das? Wenn das Vermögen stark wächst, verlieren wir die Nerven und geben es aus, weil wir uns ein Auto oder eine Küche oder was auch immer kaufen oder eine ganz tolle Reise. Wenn es nach unten durchfällt, verlieren wir auch die Nerven. Weil Leute irgendwann sagen, oh Gott, diesmal ist es anders, die Welt geht zu Ende und dann schmeißen sie weg. Das sieht man heute auch gerade wieder ganz schön an dem Extrem nach oben. Seit Jahren geht es eigentlich nur nach oben. Und auch ohne Namen jetzt zu nennen, aber das Internet, egal, wo du hier Google-Werbung siehst, seitlich eingeblendet, egal auf welcher Social Media, egal, wo du bist, kriegst du irgendwelche Trading-Plattformen, ETF-Plattformen, irgendwelche Investment-Themen. Und da sag ich immer, Obacht, jetzt werden die schwachen Hände in den Markt geholt. Jetzt werden alle die reingeholt, die von Börse keine Ahnung haben. So, und man muss irgendwann sich mit dem Thema ein wenig beschäftigen und auf deine Frage ganz konkret zu antworten, muss man sagen, es ist gar nicht so viel, was man braucht. Die größere Herausforderung ist eigentlich, dass der Laie nicht entscheiden kann, weil das Netz ist ja voll. Wenn du bei YouTube Aktienoptionen oder so eingibst, da kriegst du Hunderttausende von Videos. Das Problem für den Laien ist zu entscheiden, was ist jetzt wirklich wertvoll und wer möchte mir wieder nur etwas verkaufen. Und das ist etwas, was ich jedem mitgeben möchte. Wenn du dir einen Lehrer, einen Mentor suchst, das muss bestimmt nicht jemand sein, der so wie wir eine staatlich anerkannte Ausbildung bietet, ein Bildungsinstitut. Aber was du auf jeden Fall machen kannst, und das kann jeder ab morgen umsetzen, ist, wen fragst du zum Thema Geld? Im Zweifel ist es dein Bankberater. Hat der Geld oder ist er Produktverkäufer einer Bank? Also das ist meine Regel. Bei Fitness brauchen wir nicht drüber diskutieren. Du wirst den Fitnesstrainer suchen, der hat einen entsprechenden Körper und ist gesund und fit. Aber das solltest du auch bei Finanzen tun. Du solltest mit Menschen, und die findest du auch, wenn du mal offen bist, du solltest mit Menschen kommunizieren über dieses Thema, die Geld können. Das ist ganz wichtig. Aber wie musst du dich das vorstellen in der Akademie? Gibst du dann die Tipps, weil du weißt, welche Aktien man kaufen muss sozusagen? Gibst du die Tipps, welche Aktien man kauft? Nein, ich gebe überhaupt nie einen Aktientipp. Ich zeige den Menschen viel mehr, wenn ich eine Aktie analysiere, worauf muss ich achten? Weil ich möchte, dass die Menschen Verständnis entwickeln. Ich möchte nicht, dass die von mir abhängig sind. Auch das gibt es natürlich viel an der Börse, mit Börsenbriefen und was es da alles so gibt. Das entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Ich sage, Persönlichkeit führt, Erfolg folgt. Egal, wie gesagt, ob Gesundheit, Beziehung oder Geld. Und das bedeutet, du triffst die Entscheidung, ich möchte Geld lernen. Und ich sage mal, wenn man jetzt einen Einstieg will, wir haben ja bei uns in der Akademie einen Online-Workshop, da geht man einfach bei uns auf die Webseite. Und dann kann man. Aber jetzt unter dem Video werden wir das gerne verlinken, sozusagen. Das ist lieb von dir. Wer sagt, ich habe jetzt die Hälfte verstanden, die reden die ganze Zeit Fachchinesisch, aber ich möchte gerne tiefer einsteigen, möchte vielleicht noch ein paar mehr Insights bekommen, wie man an der Börse investiert, dann ist das, glaube ich, ein spannender Workshop. Dann können die in diesen Workshop reinkommen und da gibt es sieben Persönlichkeitsregeln. Also, was muss ich als Person verändern, dass Geld eine unterstützende Kraft wird. Und es gibt, ich glaube, 8 Investmentregeln,
die man auch praktisch dann umsetzen kann. Natürlich stellen wir dann auch unsere Ausbildung vor. Aber der Großteil dieses Events ist Wissenstransfer. Und das Zweite, was ich machen würde, das hört sich jetzt komisch an. Als Zweites würde ich wirklich jedem empfehlen, auf unsere Webseite zu gehen und in den Referenzbereich zu gehen, in die Erfolgsgeschichten. Warum? Weil wir haben dort mittlerweile, ich glaube, fast 1000 Geschichten, teilweise auch lange Interviews, Videos von Menschen, die erzählen, was in ihrem Leben passiert ist. Und warum ist das so wichtig? Der Punkt ist nicht das Fach-Know-how. Wie gesagt, du kannst auch mit so und so vielen Stunden Videos gucken, versuchen, das zu konsumieren. Der Punkt ist, dass die Menschen das Vertrauen bekommen, ich kann das für mich lernen. Das ist so wie ins Fitnessstudio gehen und nach 2 Wochen festzustellen, ist nichts passiert. Aber nach 4 oder 6 Wochen ist auf einmal dein Körperfettanteil, hat sich ein bisschen entwickelt. Und ich glaube, und das ist auch das Feedback von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, diese Geschichten zu lesen und zu sehen, hey, da ist der Handwerker, da ist die Krankenschwester, da ist der Altenpfleger, da ist die Yogalehrerin, die man erstmal gar nicht mit Geld in Verbindung bringt und sagt, ja, das ist doch klar, dass die so eine Ausbildung macht. Nee, aber diese Menschen integrieren das in ihr Leben und nutzen dieses Geld, um die Dinge zu tun, die ihnen wirklich wichtig sind. Und das ist etwas, was ich glaube, was jeden inspirieren kann, dieses Thema mal anzunehmen. Ich würde einmal interessieren, du hast es geschafft sozusagen, vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen, also wir haben gerade einen großen Sprung gemacht von 16 Jahren, ja. Die Erlebnisse, die dich geprägt haben, hin zu heute hast du Vermögen, bildest andere Menschen aus mit deinem Wissen, was du die letzten Jahre aufgebaut hast. Wie hast du es denn selbst sozusagen geschafft, von 16 bis 33 in den 17 Jahren, wenn ich mich gerade nicht verrechne, in den 17 Jahren, wie hast du es zu dem Vermögen geschafft? Was waren deine Strategien? Ja, an der Börse, aber wie war so der Weg dorthin, würde mich einmal interessieren? War der sozusagen mit 16, ich entscheide mich und dann hast du jedes Jahr deine 20% Rendite gehabt und warst plötzlich dort oder gab es auch mal die ein oder anderen Tiefpunkt also, auf den 17 Jahren? Ich sag's mal sehr deutlich, ich habe so oft auf die Fresse bekommen, ich kann das gar nicht zählen. Ich sage sogar manchmal, ich glaube, meine größte Stärke ist, ich habe Karate-Kampfsport sehr lange gemacht und habe in der 2. Bundesliga Handball gespielt. Ich bin es gewohnt, niedergeschlagen zu werden. Das meine ich jetzt nicht böse, sondern diese Sportarten bringen es mit sich. Wer Handball mal geguckt hat im hochklassigen Bereich, der weiß, da geht es richtig zur Sache. Und ich glaube, das ist meine größte Stärke, dass ich wieder aufstehe. Denn mein Lebensweg war alles andere als, also so von wegen, ja, klar, dass der das geschafft hat. Also wenn ich es jetzt mal wirklich versuche, kurz zusammenzufassen, mit 16 war meine Eltern Highlife in Tüten. Dann habe ich ein Abitur gemacht, aber wirklich nicht schön. Ich war aber beseelt davon, Jura zu studieren und habe genau so gelernt, dass ich gerade in Hamburg mein Jurastudium anfangen konnte. Nach dem 6. Semester saß ich beim Repetitor, war scheinfrei, hatte Hausarbeiten, alles fertig und habe mein zweites Praktikum gemacht. Und da habe ich festgestellt, oh, als Jurist beschäftigst du dich fast den ganzen Tag mit Menschen, die streiten. Und das, was du tust, formt dich. Und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Dann habe ich mich extra exmatrikuliert. Und du kannst dir vorstellen, wenn du so mit 22 Jahren nach Hause kommst und zu deinem Vater sagst, du Papa, ich habe zwar alle Scheine und Hausarbeiten fertig, aber das Examen mache ich nicht mehr. Ich glaube, 2 Jahre hing der Haussegen schief. Dann habe ich zu meinem Papa gesagt, weißt du was, ich versuche irgendwie in die Finanzwelt zu kommen. Und da habe ich mich selbstständig gemacht. Da konnte man einfach zum Amt gehen, Gewerbeschein anmelden. Ich hatte jetzt bis 23, das war mit 23, ich hatte 7 Jahre Börsenerfahrung. Ich habe die ersten 5 Jahre eigentlich nur auf die Nase gekriegt und dann habe ich langsam angefangen, so ein bisschen... Die Nase verdient heißt, du hast Geld verloren? Ich habe nur Geld verloren. Ich habe nur Geld verloren. Also wenn ich so eine Ausbildung, wie wir sie heute haben, gehabt hätte, dafür hätte ich wahrscheinlich 2 Finger abgegeben. Dass mich jemand an die Hand nimmt, das hört sich erstmal krass an, aber rückblickend, was ich an Schmerzen durchlebt habe. Ich war sehr, sehr eisern im Sparen, wieder aus dem Schmerz raus. Meine Eltern hatten ein bisschen gespart, ich selber. Und die ersten, ich weiß nicht wie viel 1000 Euro, habe ich alle an der Börse verballert, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Und dann kam ja 99, 2000 dieser IT-Bubble. Da gab es dann auch nochmal richtig Futter. Und dann habe ich in dieser Zeit sehr intensiv mein Unternehmen aufgebaut. Und das war eine Finanzberatung, kann man einfach so sagen. Ich habe Gewerbe angemeldet, das war damals möglich noch. Ohne Ausbildung, ohne alles. Ich habe dann später noch ein Studium gemacht zum Finanzwirt, weil man eben irgendwann einen Qualitätsnachweis brauchte. Das war damals aber gar nicht nötig. Und in meinem ersten Monat als Unternehmer habe ich 123 D-Mark verdient. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, du bist so selten dämlich. Also erst schmeißt du dein Jurastudium. Ich war der Erste, der Abitur gemacht hat, an der Universität Hamburg Jura studiert hat.
Und Jura und Medizin ist ja immer so ein bisschen, jedenfalls damals war das so, es ist ganz Tolles. Heute ist das ein Studiengang für mich. Und ich habe 123 Mark verdient. Und mein Vater, der verstand die Welt nicht. Und dann habe ich kapiert, dass diese Menschen da draußen alle Opfer ihrer Finanzberater sind, jedenfalls sehr, sehr viele, weil die Finanzberater selber nicht vermögend sind. Finanzberater warst du? Finanzberater heißt, du hast Versicherungen verkauft, Anlagen verkauft? Wir haben eine Sache anders gemacht und das ist auch, glaube ich, der Grund gewesen, warum wir mit unserer Investmentfirma damals so schnell gewachsen sind. Ich habe bis heute 13 Unternehmen aufgebaut, davon waren 9 in der Finanzwelt. Und wir haben eine Sache damals gemacht, wir haben gesagt, wir haben uns gegen den Verbraucherschutz gestellt. Wir haben schon damals gesagt, und das ist jetzt über 20 Jahre her, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Bausparverträge ist Blödsinn. Das machen wir nicht. Wir haben damals ganz, ganz stark im Aktien- und Fonds, also hauptsächlich im Fondsbereich, ETFs gab es eigentlich noch gar nicht so richtig, wir haben fast ausschließlich Fondsbereich gemacht. So, damit waren wir standalone. Damit hatten wir so großen Erfolg, dass ich sogar später im Maklerverbund gesessen habe, im Fachbeirat von 12.000 Unternehmen. Ich habe politisch mitgearbeitet an den Vermittlerrichtlinien in Deutschland, weil unsere Firma so stark gewachsen ist, dass uns unter anderem, naja, ich sage jetzt mal keine Namen, aber Investmentgesellschaften kontaktiert haben und gesagt haben, Herr Müller, können Sie uns mal sagen, wie Sie mit Ihrer Truppe solche Umsätze machen? So, und, was war so der Turning Point von 100 D-Mark verdienen zu 13 Unternehmen aufgebaut, hört sich an? Nein, der Turning Point war einfach, ich war beseelt, ich bin bis heute beseelt davon, dass jeder Mensch auf dieser Welt Aktien braucht, und zwar nicht um vermögend zu werden, sondern um Teil der Gesellschaft zu sein, weil wir konsumieren jeden Tag, wir müssen konsumieren. Und jetzt rede ich nicht von Luxusuhren, sondern von, wie gesagt, Essen, Trinken, Wärme, Logistik, Transport, alles, was wir so hatten. Und es ist aus meiner Sicht der größte Fehler, und egal mit wie wenig Geld ich beginne, nicht auf der Kapitalseite daran teilzuhaben. Und ich bin seitdem, mittlerweile im 28. Jahr, beseelt davon, Menschen diesen Weg zu zeigen. Und jetzt gerade auch in der Corona-Krise in den letzten anderthalb Jahren konnte man das sehr, sehr gut sehen, dass komplett die Alternativen fehlen. Und das ist eigentlich, das ist meine Lebensaufgabe geworden. Jetzt bist du heute sehr vermögend, du sprichst von Multimillionen, wie viel auch immer genau ist. Ich weiß nicht, wie transparent du da bist, aber du hast dir wirklich ein sehr stattliches Vermögen sozusagen aufgebaut. Ich verstehe, dass dich motiviert, sozusagen anderen Menschen davon teilhaben zu lassen mit Wissen. Was motiviert dich heute noch mehr Vermögen aufzubauen? Weil du investierst nach wie vor, du hast deine Aktien, du hast andere Investments. Warum, was motiviert dich heute sozusagen noch vermögender zu werden? Weil man könnte sagen, das Steak kann man nur einmal essen am Tag. Ich habe vorhin erzählt, dass diese Frage in mir aufkam. Warum bist du so gerannt? Dann habe ich festgestellt, okay, ich bin aus dem Schmerz gerannt. Dann war ich 2011 mit 33 fast 3,5 Jahre zu Hause, nachdem ich mein letztes Unternehmen verkauft habe. Ich hatte den Plan, überhaupt nie wieder zu arbeiten. Dann hat meine Frau eines Tages zu mir gesagt, Schatz, du wirst alt und fett. Sie hat es ein bisschen netter gesagt, aber wirklich, sie hat es sportlich gesagt. Und ich habe an mir runtergeguckt und habe gesagt, ja, du hast recht. Ich bin Vollblutunternehmer, ich habe Spaß dran, Menschen zu inspirieren, Menschen weiterzubringen, Menschen Erfüllung im Leben zu helfen, Erfüllung zu finden. Und dann kam die Investmentakademie auf und eine Teilnehmerin hat mir eine Frage gestellt und die hat mich wieder zum Nachdenken angeregt. Und zwar hat diese Teilnehmerin, sie hieß Sonja, werde ich nie vergessen, hat zu mir gesagt, Philipp, gibt es genug Geld? Also kann man genug für sich haben? Und in dem Moment war so wie so ein Pling. Da habe ich gedacht, die Frage ist falsch. Die Frage ist nicht, ob wir genug oder zu viel Geld haben. Die Frage ist, was wir damit tun. Und ich spende seit meinem 18. Lebensjahr einen Teil meines Geldes. Also ich hatte im Prinzip fast selber nichts. Und hatte bei der Kindernothilfe schon die erste Patenschaft, damals mit 70 D-Mark. Und in dem Moment wurde mir klar, das, was ich tue, schafft mir zwar mehr Vermögen, aber die Frage ist nicht, ob ich dieses Vermögen horte oder für mich nutze, sondern die Frage ist, was ich damit tue. Und die Zahl möchte ich nennen. Ich spende jedes Jahr mindestens 1 Million, manchmal sogar mehr, eher 1,5 oder 2. Da kann man auch ein bisschen die Idee kriegen, was ich an Einkommen und Vermögen haben muss, dass man 1-2 Millionen im Jahr weggibt. Und das inspiriert mich jeden Tag, diese Welt wirklich zu einem besseren Ort zu machen, weil man Menschen Möglichkeiten schafft, die wirklich vom Leben gekniffen sind. Und davon gibt es selbst in Deutschland
wobei wir auch ganz viel international spenden, aber es gibt selbst in unserem Land, was sehr wohlhabend ist, wenn man so die Statistiken sich anguckt, unglaublich viele Menschen, die Leid ertragen müssen. Gibst du den einen Ratschlag, wo du sagst, den möchtest du Menschen zum Thema Geld oder auch, ich glaube, viele Menschen fühlen sich, dass sie im finanziellen Mangel sind. Gibst du einen Ratschlag, wo du sagst, das ist eine Sache, die empfiehlst du jedem zu beherzigen? Ich glaube, die größte Frage, die wir uns im Leben stellen dürfen, ist, unsere Beziehung zum Geld zu hinterfragen. Weil solange ich es als Spielzeug oder die Möglichkeit sehe, dass es mir Spielzeugmöglichkeiten gibt, also dieser Luxus, dieser klassische, was in unserer Welt verbunden wird, solange ist es für mich hohl. Wenn ich aber meine Beziehung zum Geld mit meinem Warum in Verbindung bringe, da möchte ich gleich sogar noch ein bisschen was dazu meiner Person sagen, dann fängt das Spiel komplett sich an zu verändern. Meine Warums, oder man kann es auch Motive nennen oder Grundmotive oder meine Antriebsfedern, sind Sicherheit aus dem Schmerz raus von zu Hause, Freiheit und Familie. Das sind drei Dinge, die man gar nicht erstmal mit einem Multimillionär in Verbindung bringt. Also ich jedenfalls nicht und die meisten in der Gesellschaft auch nicht. Aber wenn man hinter den Vorhang guckt, haben die ganz viel mit Geld zu tun. Sicherheit bedeutet für mich, ich kann für meine Familie sorgen, egal was auf dieser Welt passiert. Freiheit bedeutet für mich in der westlichen Welt, ich kann Zeit mit den Dingen verbringen, die mir wichtig sind. Und da kommt meine dritte Feder oder mein drittes Warum, ist meine Familie. Ich kann es mir heute erlauben, 15 oder 20 Stunden die Woche zu arbeiten. Ich kann es mir auch erlauben, gar nicht mehr zu arbeiten. Und all das ermöglicht mir Geld. Und ich glaube, wenn wir das für uns selber finden, wenn wir das verstehen, was ist hinter dem Geld für mich, weg von diesen, Entschuldigung, dass ich so deutlich sage, scheiß Hochglanzprospekten, hin zu mein Leben oder das Leben der Gesellschaft wieder in eine positive Richtung zu bringen, dann, glaube ich, verändert sich alles. Philipp, herzlichen Dank für die Einblicke in dein Expertenwissen. Wie wir gelernt haben, sehr stark geprägt sozusagen durch deine eigene Lebensgeschichte zum Thema Geld, was du heute an viele andere Menschen weitergibst. Danke für die Einblicke, auch für die persönlichen Einblicke in die persönlichen. Wer schon, wie ich vorhin schon gesagt, wer Lust hat, am Online-Workshop teilzunehmen, klickt einfach unter diesem Video und kann sich dazu kostenfrei anmelden. Ich danke dir herzlich, Philipp, und freue mich, wenn wir uns auf einem Event oder einem vielleicht späteren Interview irgendwann mal in diesem Studio oder auf einer unserer Bühnen wiedersehen. Alex, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Es ist ein Gefühl wie ein Gespräch unter Freunden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und gerade diese Tiefgründigkeit, es ist das, was mich immer wieder berührt, weil dieses oberflächliche, hau mal ein paar Tipps raus. Nein, also die Botschaft, ich komme aus ganz normalen Verhältnissen, ich bin nicht besonders intelligent, ich bin nicht reich geboren, ich bin nicht besonders attraktiv oder was auch immer. Ich bin Durchschnitt, das meine ich nicht mich abwerten, sondern neutral. Die Botschaft, jeder kann das schaffen, wenn er es in die Hand nimmt. In diesem Sinne, danke, dass wir uns die Zeit genommen haben.